Liebe Zuhörer, ich begrüße euch zu dem Vortrag mit dem Titel Der Sündenfall, Wasserscheide des Kreationismus. Zusammengestellt für die Kreatikon, einer Konferenz, wo es um die Untersuchung von Ursprungsfragen geht, mit dem Selbstverständnis, Wissenschaft in einer geschaffenen Welt zu betreiben. Meine Motivation, mich damit auseinanderzusetzen, ist die Liebe zu meinem Jesus, der Glaube an ihn, der Wunsch, sein Schöpfungs- und Heilshandeln durch die Offenbarung in seinem Wort der Bibel besser zu verstehen. Vielleicht sollte ich den Titel etwas erklären. Der Sündenfall, das muss ich hoffentlich nicht erklären. Ich setze in dem Vortrag also die Kenntnis der ersten 11 Kapitel der Genesis, also 1. Mose 1 bis 11, wo es um Schöpfung und Urgeschichte geht, voraus. Den Sündenfall finden wir in Kapitel 3. Die theologische Bezeichnung dafür ist Lapsus. Das klingt irgendwie nach Lappalie, aber das war es ganz und gar nicht. Der Sündenfall war die folgenschwerste Entscheidung des Menschen, eine Entscheidung gegen Gott. Und Kreationismus muss ich auf dieser Konferenz wahrscheinlich auch nicht erklären. Es ist die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesen Fragen des Ursprungs vor dem Hintergrund eines Schöpfungshandelns, eines schaffenden Gottes, die Schöpfungsauffassung. Wasserscheide, ja, das sollte ich vielleicht doch erklären. Also, das Hintergrundbild, da seht ihr eine Aufnahme gemacht von der ISS, der Raumstation, aus 417 Kilometer Höhe, einen Sonnenaufgang über den Pazifik. Und was in der Bildmitte zu sehen ist, ist die Atmosphäre. Die ist das Ergebnis einer Wasserscheidung. Wir lesen im Schöpfungsbericht, dass Gott die Wasser unterhalb von den Wassern oberhalb der Ausdehnung schied. Und die Ausdehnung, die in der Mitte dann entsteht, ist die Atmosphäre. Die finden wir wenig später, dass die Vögel angesichts dieser Ausdehnung fliegen. Da ist die Zuordnung dann nicht so schwer. Aber um diese Wasserscheide geht es nicht. Die bleibt immer im Hintergrund, weil sie so ein bisschen sortiert. Oben ist der Himmel, unten die Erde. Dazwischen eine Trennlinie, da werden wir noch öfter darauf zurückkommen, was das alles bedeutet, so symbolisch. Ich hoffe, ich überfordere eure Fantasie jetzt nicht, wenn ich die Wasserscheide, von der ich spreche, als eine Illustration verwende. Wir schauen uns das jetzt mal an. Also, Wasserscheide. Hier ist ein Regentropfen. Dieser Regentropfen, der vertritt eine Position in der Ursprungsfrage. Der gibt ein Statement ab, und zwar, Gott ist der Schöpfer, und er schuf durch Evolution. Das ist gar nicht so selten zu hören. Evolution, naturalistisch gedacht, aber dann doch eben göttlich gesteuert. Also Evolution als Schöpfungsmethode Gottes. Hier ist ein zweiter Wassertropfen, ebenfalls mit einem Statement. Bei Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre. Der Schöpfungsbericht macht keine wirklichen Zeitangaben. Nun ja, dass Gott außerhalb der Zeit steht, Zeit zur Schöpfung gehört und mithin die Zeitangaben des Schöpfungsberichts vielleicht gar nicht wörtlich zu verstehen sind als irdische Zeit, das ist ebenfalls eine verbreitete Auffassung. Und dann haben wir noch einen dritten. Vor dem Sündenfall ernährten sich die Tiere vegetarisch, deshalb müssen die Fossilien später entstanden sein. Oh, ja, das scheint so ein Hardliner zu sein. Manche zucken da etwas zusammen. Das klingt biblizistisch, könnte man meinen. Wörtliches Verständnis. Nun ja, so gibt es verschiedene Annahmen, verschiedene Settings und man sieht hier, die sind dicht beieinander und man könnte denken, naja, keiner weiß es ganz genau. Es gibt auch keinen, der keine Fragen mehr hat. Also ist das vielleicht nicht so wesentlich. Wir sehen auch, die sind in der gleichen Richtung unterwegs, ja, wie Regentropfen das nun mal sind. Die fallen mit 20 bis 30 Stundenkilometern Richtung Erde. Und man sieht auch hier oben, das sind solche sogenannten Kondensationskeime. Die sind himmlischen Ursprungs. Die sind in der Atmosphäre. Rußpartikel, Aerosole, Stäubchen, irgendwas. Wasser braucht eine Oberfläche, um zu kondensieren. Und die stecken dann auch in den Regentropfen. Die werden von den Regentropfen vom Himmel auf die Erde gebracht. So ein Kondensationskeim, das sei mal so ein Bild für etwas, was die alle gemeinsam haben. Also der Glaube, es gibt da einen Schöpfer, es gibt zumindest ein schöpferisches Prinzip. Irgendwas verbindet die alle.
Ja gut, und da die so dicht beieinander sind und in der gleichen Richtung unterwegs sind, könnte man jetzt denken, das macht keinen großen Unterschied, wo die am Ende landen. Und da kommt dann das Prinzip Wasserscheide ins Spiel. Hier seht ihr einige Wasserscheiden als kleine Baumahnmäler, Denkmäler oder was auch immer. Spaltrinnen, Trennsteine, Scheidebrunnen, so nennt man die. Und man sieht, die sind trennscharf, die sind keilförmig. Wenn also hier die beiden Wassertropfen nebeneinander aufkommen, dann werden sie in unterschiedliche Richtungen sortiert, fließen in verschiedene Richtungen ab. Ja, bei dieser Keilform, da wird auch einigen mulmig. Das sieht direkt aus nach Polarisation. Wir sortieren uns, wir polarisieren. Wollen wir das? Eigentlich wollen wir uns doch alle lieb haben und das wollen wir wirklich, uns lieb haben. Und doch ist es gut, wenn es um Entscheidungen geht, dass man eine Entscheidungsgrundlage hat, die trennscharf ist, dass man sieht, was es für Konsequenzen hat, sich auch nur wenige Millimeter in die eine oder andere Richtung zu bewegen. Und das sieht hier noch nicht so dramatisch aus auf so einem Trennstein, aber wir schauen uns mal an, was Wasserscheide bedeutet. Hier sind also die großen Wasserscheiden Europas eingezeichnet in der Karte. Also man sieht, sie trennen Becken voneinander. Hier zum Beispiel das Donaubecken, das ist also halb Osteuropa. Dieses ganze inländische Land wird durch die Donau entwässert. Also jeder Niederschlag, der da runtergeht, landet irgendwie durch Zuflüsse in der Donau und am Ende durch die Donau im Schwarzen Meer. Und angrenzend an dieses Flussgebiet der Donau sind andere Flussgebiete und da gibt es sowas Krasses wie eine Tripelscheide. Wir hatten ja in unserem Beispiel drei Wassertropfen und da stoßen dann tatsächlich drei Wasserscheiden aneinander. Wenn also der Tropfen jetzt auf so einem Trennpunkt ein ganz klein bisschen Richtung Osten mehr runterkommt, dann landet er durch die Donau im Schwarzen Meer. Wenn er aber ein ganz klein bisschen weiter im Norden runterfällt, landet er irgendwie im Rhein und durch den Rhein in der Nordsee. Und ein kleines bisschen weiter im Süden durch den Po in der Adria. Und wenn man sich das jetzt anschaut, wie dicht die mal beieinander waren und wo die am Ende rauskommen, dann sieht man, dass die Mündung des Rheins 1000 Kilometer von der Mündung des Pos entfernt liegt, dass die Mündung des Pos 1300 Kilometer von der Mündung der Donau im Schwarzen Meer entfernt liegt und dass die Mündung der Donau und die Mündung des Rheins sogar 2000 Kilometer voneinander entfernt sind. Also man kommt ganz woanders raus. Und das ist die Frage, mit der wir uns beschäftigen wollen, wenn es um das Prinzip Wasserscheide geht. Wohin geht die Reise? Wo komme ich am Ende an? Und wir machen jetzt weiter mit einem zweiten wichtigen Prinzip, dem Prinzip Erkenntnishorizont. Da passt diese Folie eben ganz gut, weil sie den Horizont zeigt. Und da ist wichtig festzuhalten, es gibt prinzipielle Erkenntnisgrenzen. So wie der irdische Horizont unser optisches Erkennen begrenzt, so gibt es Dinge, die außerhalb unseres geistlichen und geistigen Erkenntnishorizonts sind. Zum Beispiel erfahren wir im Schöpfungsbericht Dinge, die außerhalb unserer Wahrnehmung sind. Wir erfahren, es gibt einen ewigen Gott. Er steht außerhalb der Schöpfung. Sonst müsste er sich selbst geschaffen haben. Logisch, der Schöpfer steht außerhalb seiner Schöpfung. Wir erfahren, es ist ein ewiger Gott, das sind einige Bibelstellen dazu, der keinen Anfang und kein Ende hat. War das alles, was am Anfang da war, als Gott offenbart, dass er schafft? Was ist mit den Engeln? Na, das ist nicht ganz klar. Es gibt einen Bibelvers im Buch Hiob, den könnte man so verstehen, dass die Engel Zeugen der Erschaffung der Erde zum Beispiel waren. Also es kann durchaus sein, dass es auch Engel schon gab, als Gott die Erde schafft und das Sechstagewerk, was er in 1. Mose 1 beschreibt. So, nach dem Prinzip Wasserscheide schauen wir uns jetzt das Prinzip Erkenntnishorizont an. So wie auf dieser Hintergrundfolie ein Horizont zu sehen ist und der irdische Horizont am Himmel, unser
optisches Erkennen begrenzt, so gibt es Horizonte, die unser geistiges und geistliches Erkennen begrenzen. Also was oberhalb des Horizonts hier ist, der Himmel, das sind die Sachen, die uns nur durch Offenbarung zugänglich sind, nicht unmittelbar. Und der Schöpfungsbericht als Teil der Bibel, Gottes Offenbarung in der Bibel, ist uns anvertraut und ist uns zum Teil nur unmittelbar zugänglich. Von dem ewigen Gott wissen wir, weil er sich in der Bibel offenbart. Wir können ihn nicht direkt wahrnehmen. Es sind einige Bibelstellen da angegeben, dass es sich wirklich um einen ewigen Gott handelt, der keinen Anfang und kein Ende hat. Und er beginnt die Bibel damit zu berichten, wie er Himmel und Erde, das Meer und alles, was in ihnen ist, erschafft. Dieser Ausdruck wird mehrfach wiederholt in der Bibel. Und er scheint alles einzuschließen, was wir irgendwie wahrnehmen können und was uns umgibt. Ja, die Frage wäre, gilt das auch zum Beispiel für die Engel? Es gibt eine Bibelstelle zumindest im Buch Hiob, die auszudrücken scheint, dass die Engel bei der Grundsteinlegung der Erde, der Erschaffung der Erde, anwesend waren. Also sind die Engel vielleicht, wenn es heißt in Vers 1, im Anfang schuf Gott die Himmel, sie werden zuerst genannt, da schon mit eingeschlossen. Ja, Himmel ist so ein Mehrzahlwort, Hashamayim, das immer offen lässt, ob es einen Himmel, mehrere Himmel sind, was am Anfang war. Was uns heute wissenschaftlich unmittelbar zugänglich ist, das sind die Werke der Schöpfung. So wie das in Römer 1, Vers 20 heißt, eine genaue Bibelübersetzung hat da stehen, die direkte Wiedergabe des griechischen Wortes hier, Gemachtes, das, was gemacht wurde. Das können wir untersuchen. Und nach Römer 1, Vers 20 führt uns die Untersuchung des Gemachten dazu, eine Ahnung davon zu haben, wer Gott ist. Was ist mit Raum und Zeit? Die sind uns auch irgendwie zugänglich, auch wenn wir sie vielleicht ihrem Wesen nach noch nicht ganz verstehen. Was ist mit so etwas wie Quantenschaum? Das ist eine Entität, die sich per Definition in keiner Weise manifestiert, die nicht detektierbar ist. Ist der Quantenschaum vor der Schöpfung schon da? Das sind Fragen, wo die Antworten noch ausstehen, wo wir ein Verständnis von Quantenfeldern haben, was vielleicht weiterführt und uns mehr von Gott erkennen lässt, vielleicht aber auch nicht. Es ist gut möglich, dass Quanten, selbst wenn sie nicht wahrgenommen werden können, einfach eingeschlossen sind in diesem Ausdruck Himmel und Erde, Meer und alles, was in ihnen ist. Dann haben wir Sachen, die wir nicht direkt zuordnen können. Es heißt in Vers 3, Gott sprach, es werde Licht. Was ist mit diesem Licht? Wir kennen heute Licht, was auf die Erde fällt, von Himmelskörpern. Die Himmelskörper gab es in der Schöpfung am dritten Tag, nein, am ersten Tag noch nicht, als Gott da spricht. Woher kam das Licht? Wer brauchte dieses Licht? Das ist schwer zu erkennen. Natürlich wissen wir, wie das in 2. Korinther 4, Vers 6 steht, dass Gott Licht in sich selbst hat, aus der Finsternis Licht scheinen lassen kann, ohne sich dafür der Himmelskörper zu bedienen. Aber wir können es halt heute nicht mehr beschreiben und untersuchen, was es mit diesem Licht auf sich hat. Wir sehen heute Sonne, Mond und Sterne, die später beschrieben werden, die Gott machte. Dann werden erwähnt die Wasser, die oberhalb der Ausdehnung sind. Ja, mir ist sympathisch, wenn jemand sagt, ich verstehe den Schöpfungsbericht wörtlich, denn das, denke ich, tue ich auch. Aber was ist mit diesen Wassern, die oberhalb der Ausdehnung sind? Die können wir nicht vorführen. Wir kennen heute die Weltmeere und sehr viel Wasser auf der Erde. Und dann gibt es auch Wasser in der Atmosphäre, in der Ausdehnung, eher unterhalb als oberhalb. Aber das hätte nicht geschieden werden müssen. Das ist mit den Wassern unterhalb durch einen hydrologischen Kreislauf direkt verbunden. Das ist das gleiche Wasser, wenn man so will. Ja, was hat es auf sich mit den Wassern, die oberhalb der Ausdehnung sind? Was hat es auf sich, wenn Gott Tiere und Pflanzen nach ihrer Art erschafft? Was uns heute zugänglich ist, das sind Taxa.
Arten, die taxonomisch unterschieden werden können, die wir nach bestimmten Merkmalen. Da gibt es gute Ansätze, Grundtypen zu definieren, die man eventuell gleichsetzen kann mit den geschaffenen Arten, vielleicht bei den Tieren auf der Verwandtschaftsebene der Familien. Aber genau wissen wir das nicht. Wir lesen, Gott schuf die Tiere nach ihrer Art und wir finden eine Schöpfung vor, die unserer Untersuchung zugänglich ist. Was bedeutet es, dass der Mensch erschaffen wird im Bild Gottes? Ja, das ist auch eine spannende Frage. Mit dem Bild verbindet die Bibel so viele Stellvertreterfunktionen und natürlich auch Abbildbarkeit, Ähnlichkeit in Eigenschaften, Bild und Gleichnis Gottes heißt es ja da. Aber wir lesen von dem Adam dann nach dem Sündenfall, dass er einen Sohn zeugt, den Seth, in seinem Bild, nach seinem Gleichnis. Und das ist eben das Bild Adams, was wir heute vorfinden. Trägt dieser Mensch heute noch das Bild Gottes? Kann man das so eins zu eins sagen? Ja, Fragen über Fragen und wir sind erst auf der ersten Seite der Bibel. Und das geht natürlich in der Schöpfungs- und Urgeschichte so weiter. Danach haben wir irgendwo den Bericht über die Sintflut, die Kapitel 6 bis 9. Da gibt es nicht weniger Fragen. Das ist auch ein Erkenntnishorizont, wo wir nicht hinterschauen können. Wir wissen nicht, wie die Erde vor der Flut war. Und auch nicht, was genau passiert ist. Was sind die Quellen der großen Tiefe? Das ist mit Sicherheit nicht das gleiche wie unser Grundwasser. Das würde nicht das Potenzial haben, die Erde zu überfluten und so hervorzubrechen, wie das da beschrieben wird. Wie waren die Lebensbedingungen vor der Flut? Das Klima? Was war mit der kosmischen Strahlung, mit der Konzentration von Sauerstoff und CO2 in der Atmosphäre? Warum wurden die Menschen uralt? Davor, danach nicht mehr. Und so geht das weiter. Man kann das, ich habe jetzt hier keine Sachen aufgeführt als Denksportaufgabe. Was bedeutet die Sintflut als Erkenntnishorizont? Oder die Sprachverwirrung für die Geschichte der Menschen? Wie weit waren sie vor der Flut kulturell? Wie sah die gemeinsame Sprache aus? Die Bibel beschreibt, sie hatten eine Sprache, einerlei Worte. Welche Sprache war das? Wie weit können wir das rekonstruieren? Ist das, was wir archäologisch im Zweistromland finden, einfach die Fortsetzung dieser ersten Hochkultur in Babel? Oder gab es da einen gewaltigen Rückfall? Das sind alles Sachen, die irgendwie offen bleiben müssen, die hinter einem Erkenntnishorizont liegen, den wir nicht durchdringen können. Aber wir müssen jetzt zu unserem Thema kommen, zu dem Sündenfall. Und bei dem Sündenfall sehen wir, dass es ein sehr scharfer und undurchdringlicher Erkenntnishorizont ist, hinter dem viele Dinge absolut verborgen bleiben. Was passierte geistlich bei dem Sündenfall? Sicher ist, dass es eine Trennung gab zwischen Gott und Menschen, einen scharfen Einschnitt. Der Mensch wurde erschaffen im Zustand der Unschuld. Adam und Eva waren nackt und schämten sich nicht. Nach dem Sündenfall sehen wir das als Folge der Erkenntnis von Gut und Böse. Sie erkannten, dass sie nackt waren. Eine Folge davon ist Scham. Und das ist nicht uninteressant. Scham lässt sich hier in allen Kulturen. Jeder Mensch kennt das. Wie es ist, sich zu schämen. Woher kommt das? Sie heften Feigenblätter zusammen. Irgendwie zeigen sie, dass sie ein Empfinden haben davon, dass es etwas zu bedecken gibt. Schuld zu bedecken, zu verbergen gibt. Das ist eine religiöse Handlung. Wir müssen etwas tun. Und das ist wieder interessant. Es gibt keine Kultur ohne Religion. Der Mensch ist, wie jemand das mal ausgedrückt hat, unheilbar religiös. Das ist kaum zu erklären, wenn es nicht so etwas wie einen Anschnitt gab, wodurch der Mensch so geworden ist. Und die Bibel beschreibt das so, dass die Sünde durch die Tat eines Menschen in die Welt kam und der Mensch seitdem sich dieser Sünde auch bewusst ist. Der Jesus selbst führt das so aus, wenn er sagt, von Anfang an ist es nicht so gewesen, wenn er über die Herzenshärte des Menschen spricht. Manche machen da einen Unterschied, sagen, was Jesus gesagt hat, das drucken wir in der Bibel mal rot, das ist besonders zentral, besonders wichtig. Ich sehe das eher kritisch, diesen Unterschied zu machen, die ganze Bibel ist Gottes Wort, aber wer etwas vom Herrn selbst hören möchte, diese Herzenshärte beschreibt der Herr sehr klar, das ist etwas, was von Anfang an nicht so war.
was erst durch einen Umbruch dazugekommen ist. Ja, wir können diese Sachen natürlich wissenschaftlich, naturwissenschaftlich schwer fassen. Oder die Erziehung von Moral, ein starkes Argument ist für eine theistische, für ein theistisches Setting. Also man kann starke Argumente dafür gewinnen, dass es Gott geben muss, wenn man sich den Mensch in seiner moralischen Verfasstheit anschaut. Und es gibt da kaum Alternativen zu, wissenschaftlich gesehen. Man kann Moral als ein Epiphänomen auffassen, als etwas Emergentes. Und das Schöne, schön in Anführungsstrichen, bei Emergenz ist, das kann ich nicht auf der Ebene darunter begründen. Da fehlt die Begründbarkeit. Ich erkenne das einfach als etwas, was wie aus dem Nichts auftaucht. Emergenz halt. Auftauchen ohne Begründbarkeit. Dann kann man sich retten. Das könnte Moral sein, etwas Emergentes, aber es wäre wissenschaftlich gesehen doch sehr dünn. Und das ist ein Werk von Markus Wienmeier, Moral ohne Gott, sehr deutlich ausgeführt. Ja, was passierte historisch? Wenn wir mal diese geistlichen Dinge, die natürlich zentral sind beim Sündenfall, ausblenden, auch das Handeln Satans mal ausblenden, was passierte, wenn wir daneben gestanden hätten? Die Schlange war listiger als alle Tiere und sie sprach. Wir kennen Schlangen heute als stumme, kriechende und, ich sag mal, stumpfsinnige Reptilien, wenn wir die kognitiven Leistungen von Reptilien insgesamt und Schlangen insbesondere uns anschauen. Da ist nichts, was wir als listig, intelligent bezeichnen würden im Vergleich zu anderen Tieren. Ja, und bei so einer Sache sagen jetzt einige, eine Schlange, die spricht, da steige ich aus. Das ist für mich nicht historisch. Das ist mystisch. Das ist unwissenschaftlich. Dann kann man sagen, okay, das ist nachvollziehbar. Jemand, der wissenschaftlich denkt und für einen Gott, der ein Universum ins Dasein rief, der Leben und Bewusstsein erschaffen hat, und bei einer Schlange, die spricht, steigst du aus. Wo ist da die Logik? Ja, es ist die erste historische Handlung überhaupt, diese Begegnung des Menschen Adam und Eva mit der Schlange. Abgesehen vielleicht davon, dass Adam davor den Tieren Namen gab, wie 1. Mose 2 das beschreibt. Aber es war nicht das erste Mal hier, dass ein Tier spricht. Wir finden da noch ein sprechendes Tier in der Bibel. Das ist der Esel Bileams. Und da haben wir das Gleiche, ein Esel, der den Mund öffnet und spricht. Und das ist für uns unfassbar, aber im Neuen Testament, Petrus erwähnt das in seinem Brief und er schreibt, ein sprachloses Lasttier, das mit Menschen, also dass ein Lasttier sprachlos ist, aphonos im Griechischen, das ist völlig offensichtlich, aber es redete, weil Gott seinen Mund öffnete. Und wenn Gott der Gott ist, der ein Universum ins Dasein rief und alles erschaffen hat, warum soll er nicht Tiere in Situationen, ich meine, bei der Schlange lesen wir das im Hintergrund, Satan, das war der Aktive, der durch die Schlange sprach, aber wenn Satan diese Kompetenz hat, dann Gott erst recht. Er kann den Mund der Tiere öffnen, sie mit Menschenstimme reden lassen, obwohl das absolut übernatürlich ist. Und das ist die Frage, was lassen wir Gott tun? Und da scheiden sich die Geister. Wenn wir so Verse lesen, wie das im Neuen Testament aufgegriffen wird, diese Geschichte des Sündenfalls in 1. Mose 3, dann schreibt Paulus darüber, wie die Schlange Eva durch ihre List verführte. Das ist 1:1 das, was da beschrieben wird. Ja, manche bekommen bei diesem Vers Schnappatmung an, das ist doch eine Legende. Und Paulus greift auf, als wäre das wirklich passiert. Und interessant zu sehen ist dann, jede Begebenheit aus den ersten 11 Kapiteln, die im Neuen Testament zitiert wird, wird als historisches Geschehen angeführt, ohne jeden Abstrich. Und jetzt ist klar, Paulus glaubte die Geschichte von der sprechenden Schlange genauso wie Petrus die von dem sprechenden Esel glaubte. Da geht kein Blatt dazwischen. Und schon die Erschaffung, wenn man das genau nimmt von Adam und Eva, die ist so eine Art Wasserscheide, eine erste Wasserscheide, weil sie jeder alternativen Schöpfungsvorstellung, die so ein Mensch-Tier-Übergangsfeld annimmt, einen Riegel vorschiebt. Das ist nicht denkbar, wenn es heißt, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva.
Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Dieser Satz, Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva, der macht in keiner alternativen, sage ich jetzt mal, Schöpfungsvorstellung Sinn, dass Männer vor Frauen auf der Erde waren. Wenn man so ein Mensch-Tier-Übergangsfeld annimmt, das bezieht sich auf die konkrete Erschaffung des Menschen, wie sie in 1. Mose 2 berichtet wird. Und es sind hier Verse aus dem Neuen Testament, mit denen die Lehre des Neuen Testamentes begründet wird. Die Gemeinde ist nach Epheser 2, Vers 20 aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus selbst Eckstein ist. Da geht kein Blatt dazwischen. Man kann nicht rechtfertigen oder argumentieren, Paulus bezieht sich da auf eine mystische Idee. Er begründet damit, dass das so war, warum er manche Sachen so anordnet. Und das ist mit den anderen Begebenheiten nicht anders. Ich möchte mal ein persönliches Statement dazu abgeben, wie ich diese Sache sortieren würde. Wenn ich mich einmal entschieden habe, das Wirken der geistigen Größe, Gott, in meinem Weltbild zu akzeptieren, dann ist es nicht sinnvoll, es im nächsten Moment mit wissenschaftlichen Argumenten einschränken zu wollen. Dann nehme ich das Gesamtpaket. Die Wissenschaft ist nicht die Instanz, die beurteilt, was Gott kann und was nicht. Die Wissenschaft ist ein mächtiges Werkzeug, um das Gemachte zu untersuchen. Und daneben haben wir die biblische Offenbarung, die den Rahmen dafür steckt. So einfach ist das von der Bibel ausgehend. Und da finden wir zum Sündenfall, so sei der Erdboden verflucht, Dornen und Disteln wird ihr der Sprossen lassen. Das ist der sogenannte Sündenfluch, den Gott ausspricht als Folge dieses Ungehorsams der Menschen. Dornen und Disteln. Wir wissen nicht, was alles passierte. Dieser Vers ist eben, steht oben, ist eine biblische Offenbarung. Das sagt Gott, das teilt uns die Bibel mit. Was wir heute sehen, ist, dass Dornen und Stacheln Teil der Schöpfung sind. Die Bibelstellen geben an, wie die in der Bibel erwähnt werden. Die werden dann in 14 Versen werden die zusammen erwähnt als Symbol des Gerichts. Also ausgehend von der ersten Erwähnung haben die Dornen immer wieder in der Bibel diese Funktion, bis hin zur Dornenkrone, die der Herr trug, als äußeres Bild dafür, was am Kreuz geistlich geschah, dass er diesen Sündenfluch getragen auf sich genommen hat. Ja, der Unterschied in der Biologie ist das interessant. Also Rosen haben keine Dornen, sondern Stacheln. Und Disteln haben keine Stacheln, sondern Dornen. Also genau andersrum, als man denkt. Ein Botaniker, der kann das unterscheiden, wenn er sich die histologisch anguckt. Es gibt mehr Tiere, Sachen, die rätselhaft sind in diesem Umbruch der Schöpfung. Vor dem Sündenfall heißt es, sagt Gott, dass er allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, das ist also sehr umfassend, alles grüne Kraut zur Speise gegeben hat. Das wird zweimal wiederholt, auch später noch. Und das ist, was wir später auch finden, was der Mensch so gesagt bekommt, ist eben dann anders nach der Sintflut. Da ist also ein Umbruch, der nach der Sintflut markiert wird. Wann der eintrat, wissen wir nicht, ob der Mensch vor der Flut, ohne die Erlaubnis Gottes zu haben, schon Fleisch gegessen hat. Da er sich dann so ziemlich gar nichts gehalten hat, könnte das sein. Was wir sicher wissen ist, heute isst der Mensch Fleisch. Heute gibt es viele Tiere, die sich von anderen Tieren ernähren. In allen diesen Kategorien, also Landtiere, Vögel und auch diese kriechenden, sich auf der Erde regenden Tiere, Insekten, die andere Insekten oder sogar Fleisch fressen und so weiter. Also eine völlig anders geartete Schöpfung, die uns heute zugänglich ist, als die ursprüngliche. Und dieser Umbruch, der ist eine Folge des Sündenfalls. Das erfahren wir indirekt. Und wir erfahren nicht, was sich sonst noch alles geändert hat. Was wir sehen ist, dass die Fossilien durchweg zeigen, dass diese Sachen, die als Folge der Sünde beschrieben werden, da waren, als diese Fossilien gebildet wurden. Wir finden viele Belege dafür, dass Tiere einander fraßen und in dieser Situation versteinert wurden. Manchmal sogar dreifach, ja, dass also ein Tier ein anderes Tier im Magen hat, in dessen Magen man wieder ein anderes Beutetier findet. Also sehr spannende Sachen gibt es da. Für
alle Klassen und Arten von Tieren ist Fleischverzehr räuberischer Ernährungsweise nachgewiesen. In der Bildmitte sehen wir hier eine Sache, dass ein Krebsgeschwür in einem Dinosaurierknochen, also auch Tumore, Missbildungen, Krankheit, Leid und Tod, das ganze Programm ist fossil nachweisbar. Besonders schön hier die Dornen zu sehen, fossile Dornen. Und das ist überhaupt keine Frage, dass alles, was wir an Zeugen über die Vergangenheit haben, in dem Bereich, den wir untersuchen können, uns diese Schöpfung zeigt nach dem Fall. Und wir überhaupt keine Ahnung haben, was könnte davor gewesen sein. Eben eine Welt ohne Tod. Gott sagt das hier in Bezug auf den Menschen, dass er nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Der Mensch war also von ihm verflucht, zum Tode bestimmt, sterben zu müssen. Und jetzt ist das Rätsel, was es mit diesem Baum des Lebens auf sich hat. Offensichtlich hätte Adam durch das Essen von dem Baum des Lebens diesen Fluch in Bezug auf sich selbst aufheben können und hätte ewig gelebt. Und das verhindert Gott, indem er ihn trennt davon durch den Engel, der den Garten bewacht. Dieser Sündenfluch, der gilt, das erleben wir heute, was Gott sagt, dass wir zurückkehren zur Erde, denn wir sind von ihr genommen, wir sind Staub und kehren zum Staub zurück. Soweit wir die Menschheitsgeschichte sehen, ist das der Fall. Es hat noch niemand ewig gelebt. Wer sich mit dieser Frage weiter beschäftigen möchte, was es bedeutet, wenn der Tod durch die Sünde in die Welt eindringt, dem möchte ich dieses Buch empfehlen. Das ist zwischen 30 Jahre alt, auch mittlerweile vergriffen. Da oben ist ein Link angegeben, wo man sich es als PDF herunterladen kann. Es enthält eine sehr ausführliche biblische Begründung, warum der Tod der Tiere sich nicht vom Tod des Menschen trennen lässt. Das Thema wird ja mehrfach im Neuen Testament aufgegriffen, in Römer 8, Römer 5, 1. Korinther 15. Und es zeigt auch den Zusammenhang zwischen Krankheit, Leid und Sünde auf und stellt Fragen weiter, die dazu anregen, weiterzudenken. Was bedeutet es, dass die Schöpfung, die ganze Schöpfung der Nichtigkeit unterworfen wurde? Beim Sündenfall hat das möglicherweise noch viel weitreichendere Veränderungen zur Folge gehabt in Bezug auf physikalische Gegebenheiten, Radioaktivität, Thermodynamik, whatever. Das lässt sich wissenschaftlich für uns heute kaum denken und noch weniger in Modellen darstellen. Alles, was wir wissen, ist, dass die Naturgesetze keine unabhängigen Instanzen sind. Es sind Beschreibungen der Abläufe, die wir heute beobachten, nach dem Sündenfall, in einer gefallenen Schöpfung. Und da muss man ganz klar sagen, dass eine Welt, biologisch besonders, ohne Tod für uns halt überhaupt nicht denkbar ist. Wobei man schon erkennen kann, dass biblisch gesehen der Tod, dem Tod eine ganz andere Rolle zugewiesen wird, als er zum Beispiel in der Evolutionslehre hat. Der Tod ist nach der Bibel, wie das hier in 1. Korinther 15, Vers 26 heißt, der letzte Feind. Er ist primär destruktiver Natur, nicht ein kreativer Faktor, durch den alles auf der Erde weiter bewegt wird. Natürlich muss man zugestehen, der Tod ist heute ein regulierender und stabilisierender Faktor. Eben die Schöpfung heute funktioniert nur durch den Tod. Aber das bedeutet nicht, dass Gott nicht auch eine andere Möglichkeit hat. Und ich denke, wir werden das erleben. Ja, dass ich mir das als Biologe überhaupt nicht vorstellen kann, eine Schöpfung ohne Tod, bedeutet nicht, dass es sie nicht gegeben hat. Also meine Vorstellbarkeit kann nicht das Kriterium sein. Ich kann mir viele Dinge nicht vorstellen und ich hoffe, es geht euch nicht anders. Ich kann mir Ewigkeit zum Beispiel nicht vorstellen, die ewige Existenz Gottes. Weder nach hinten noch nach vorne gedacht, dass er schon immer war, noch dass er immer sein wird. Ich kann mir auch meine ewige Existenz nicht vorstellen, was es bedeuten könnte, ewiges Leben zu haben. Und doch glaube ich, dass das zutrifft und dass die Bibel das
sagt und es wahr ist. Ja, diese Folie ist mehr zum Selbststudium gedacht. Das ist zu viel und zu klein, um das jetzt einzeln durchzugehen. Es bezieht sich darauf, ob Evolution die Schöpfungsmethode, das Schöpfungsprinzip Gottes sein könnte, wie das ja in vielen theistischen Evolutionsmodellen angenommen wird. Und da ist eben zu sagen, dass nicht nur der Tod den Unterschied macht, das ist sicher der wichtigste, sondern dass es eine Menge Voraussetzungen gibt, die ganz anders in Evolution wären, als wie wir das Schöpfungshandeln Gottes in der Bibel beschrieben finden. Ich gehe mal einfach über diese Folie weg, das ist eine Aufzählung von Punkten, die alle sehr nachdenkenswert sind. Warum wird überhaupt das heute so weitgehend abgelehnt? Ich meine, wenn man es aufs Ganze guckt, die Christen halt mal sieht, wie sie sich einstellt in Bezug auf diese Schöpfungsfrage, dann sieht man, dass die junge Schöpfung und nur in der jungen Schöpfung macht der historische Sündenfall wirklich Sinn, eine Minderheitenposition ist. Gut, der Hauptgrund dafür ist sicher der Paradigmenrahmen, in dem heute Altersbestimmungen vorgenommen werden. Der geht davon aus, dass der Kosmos ein Alter von 13,8 Milliarden Jahre hat, dass unsere Erde oder das Sonnensystem auch 4,6 Milliarden Jahre alt sind etwa und dass die Menschheit, je nachdem wie man den Menschen dann definiert, etwa 300.000 Jahre alt ist. Und in diesem Rahmen wird geforscht und publiziert. Und unpassende Befunde, die total aus dem Rahmen fallen, und sowas wäre eine junge Erde, die können darin auch nicht dargestellt werden. Die können nicht angedockt werden an die anderen Datierungen und werden deshalb ausgeblendet. Deshalb die erste Anmerkung, die Datenlage ist komplexer. Es ist ein komplexes Mosaik, was normalerweise nicht komplett aufgespannt wird. Es wird immer nur eine Selektion von Daten gemeinsam publiziert. Und wenn man dann genauer hinguckt, dann sieht man, es gibt durchaus Kosmologen, die auch Befunde zusammentragen, die für ein sehr viel jüngeres Alter des Kosmos sprechen. Es gibt Geologen, die zeigen, dass viele geologische Prozesse, besonders in katastrophischen Modellen, sehr, sehr viel schneller ablaufen können, als es in einer alten Erde-Geologie angenommen wird. Und auch die Geschichte der Menschheit, da gibt es sehr schöne Zusammenstellungen, zum Beispiel von Michael Brandt, hat starke Argumente dafür, dass sie sehr viel kürzer gedacht werden muss als diese hier angesprochenen 300.000 Jahre zum Beispiel. Was mich jetzt persönlich ziemlich interessiert, weil wir hier an einer Steilküste wohnen in Portugal, das wären die Erosionsraten, Abtragungsraten, ob sich da schon mal jemand so konkret mit beschäftigt hat. Hier sehen wir solche Brandungspfeiler, das soll jetzt hier zum Beispiel 60 Millionen Jahre repräsentieren, diese Schichtfolge, die hier im Meer steht. Und die Küste hat hier eine sehr starke Wassererosion. Wir können das beobachten. Ich bin jetzt 4 Jahre erst hier, aber nach starken Regenfällen gibt es Abgänge, da liegen dann riesige neue Brocken am Strand, die davor irgendwo oben an der Kante hingen. Und wenn man das so ein bisschen hochrechnet, was man hier in kurzer Zeit erlebt, denkt man, das kann nicht viele Tausende und schon gar keine Millionen von Jahren so weitergegangen sein. Also gerade bei Sachen, die starker Wassererosion ausgesetzt sind, wie hier an der Küste, oder starker Winderosion, wie im Hochgebirge, selbst wenn man da nur eine Abtragungsrate von 1 Millimeter in 10 Jahren hätte, dann sind das doch in 10 Millionen Jahren schon Kilometer. Und so viele alte Schichten so dicht unter der Oberfläche mit Fossilien, die eben so alt datiert werden, ich bin da sehr skeptisch, ob das überhaupt funktioniert. Würde mich sehr interessieren, ob da irgendwie mal mehr Daten zu kommen. Wie gesagt, in dem Rahmen wird natürlich nicht geforscht. Das Modell steht, diese Altersvorstellung. Aber mir scheinen da viele ganz offensichtliche Widersprüche, also in ähnlicher Richtung, hier die Verlandungsraten von Seen, wenn man sieht, wie viel Sediment eingetragen wird, wie das heute ist, wenn man das einfach zurückrechnet, dann dürfte es sehr alte Seen gar nicht mehr geben, in Europa zum Beispiel. Ja, das ist das eine Argument, also viele unpassende Befunde, die auf jüngere Alter des Kosmos, der Erde, der Menschheit hindeuten, werden nicht dargestellt. Und der zweite Befund und der zweite Einwand ist, dass wir es nach der Bibel
bei der Schöpfung mit einem erwachsenen Kosmos zu tun haben, einem fertigen, funktionierenden Kosmos, einer kalten, wasserbedeckten Erde, nicht einer blutflüssigen Feuerkugel, die aus einer protoplanetaren Scheibe hervorgegangen ist. Das, die Entstehung wird ganz anders beschrieben und wir haben es mit einem erwachsenen Menschenpaar zu tun. Also alles hat am Tag der Schöpfung, der Erschaffung, ein scheinbares Alter. Ob wir das jetzt geschaffenes Alter oder Modellalter oder geschaffene Vergangenheit nennen, es ist alles das gleiche Prinzip. Nichts ist am Tag seiner Erschaffung, wenn wir von dieser Schöpfungswoche ausgehen, wie die Bibel sie beschreibt, so alt, wie es aussieht. Also sobald ich von einer unmittelbaren Schöpfung Gottes oder einer spontanen Schöpfung, wie das manche auch ausdrücken, ausgehe, ist es klar, dass es so etwas wie ein scheinbares Alter gibt, ein Modellalter, was gelten würde, wenn alles so zustande gekommen wäre, wie wir das heute beobachten oder berechnen können. Bei Modellvorstellungen, in denen Schöpfungsideen verglichen werden, ist oft von der junge Erde-Schöpfung die Rede. Und bei dieser Bezeichnung wird der Kosmos, das Weltall, irgendwie direkt außen vor gelassen. Und das finde ich persönlich etwas irritierend, dass für die kosmischen Altersangaben von vielen Autoren so eine Sonderstellung beansprucht wird. Wenn man also von der Bibel kommt, bereit ist, für den Menschen, für die Erde ein junges Alter anzunehmen, wird doch dem Kosmos ein hohes Alter, Milliarden von Jahren, zugestanden, wie das in den Modellen der Kosmologie auch hauptsächlich diskutiert wird. Dabei ist der vierte Schöpfungstag nicht wesensverschieden von den anderen Schöpfungstagen. Und dieses Gott sprach, das ist ein Handeln als Schöpfer, dass er etwas ins Dasein ruft, wie wir das im Psalm 33, Vers 9 beschrieben finden. Gott spricht und es wird, er gebietet und es steht da. Und so hat er auch den Kosmos ins Dasein gerufen. Und das gleiche Prinzip, was wir anwenden auf die anderen Schöpfungswerke, die geschaffene Vergangenheit oder Modellalter, die sollten auch hier Anwendung finden. Es werden durchaus Modelle diskutiert, wie die Konvention der Lichtkegelgleichzeitigkeit oder Zeitdilatationsmodelle, die uns helfen könnten, diese kosmische Realität besser zu verstehen. Zu dem Modell der Lichtkegelgleichzeitigkeit habe ich hier mal einen Link, halte ich für sehr interessant. Wer weiß, ob uns das weiterführt, das besser zu formulieren, wie das aussehen könnte, als der Kosmos ins Dasein kam. Jedenfalls, ja, versteht mich nicht falsch, ich bin kein Kosmologe, aber ich habe doch den Eindruck, dass sich die Aspekte der Kosmologie etwas verselbstständigen. Es ist natürlich super, dass der Kosmos physikalischer Natur ist, dass er mathematisch sehr gut fassbar und beschreibbar ist. Lebewesen sind um Größenordnungen komplexer, nicht in der gleichen Weise wissenschaftlich beschreibbar und zugänglich. Aber das kann nicht dazu führen, dass die kosmologischen Modelle absolut gesetzt werden. Und es ist sicher wichtig festzuhalten, dass der Kosmos hat keinen Selbstzweck. Wenn wir uns das in der Bibel anschauen, dann haben die Himmelskörper des Kosmos keinen anderen Zweck, keine andere Funktion, als auf die Erde zu leuchten. Das Ganze ist aus der Perspektive des Menschen zu betrachten. Gott schafft es für den Menschen. Die Sachen im Kosmos haben die Funktion, seine Herrlichkeit und seine Größe zu verkünden und eben zu Zeichen zu sein, Orientierung in Raum und Zeit zu ermöglichen. Deswegen schuf Gott die Sterne nach diesem Bericht vom vierten Schöpfungstag. Wenn dann andere Sachen da sind, also nicht leuchtende Entitäten, die nicht auf die Erde leuchten, wie schwarze Löcher, dunkle Materie, dunkle Energie, soweit wir das irgendwie in den Modellen annehmen können, dann haben sie die Aufgabe, den Kosmos zu strukturieren und zu stabilisieren und eben, ja, wenn wir sie erforschen können, ebenfalls die Größe Gottes zu demonstrieren, der sich das Ganze ausgedacht hat, um den Kosmos so zu beschaffen. Also die Perspektive, dass
der Schöpfungsbericht irgendwie in die Kosmosgeschichte integriert werden müsste, die sollten wir vergessen. Es ist vielmehr so, dass Gott in sehr schlichter Weise die Erschaffung des Kosmos in den Schöpfungsbericht integriert. Und wenn ich das richtig verstehe mit dem "er setzte sie an die Ausdehnung", das scheint mir ein starker Hinweis zu sein, dass man sogar die Erschaffung des Raumes von der Erschaffung der Gestirne unabhängig betrachten muss. Was das für kosmologische Modelle bedeuten könnte, weiß ich nicht. Aber es ist jedenfalls ein Hinweis in diese Richtung, dass vielleicht das, was Gott da getan hat, ohnehin dieser Modellbildung nicht so ohne weiteres zugänglich ist, wie wir das heute gerne annehmen. Ich möchte jetzt zu einem Vergleich kommen, den ich aus dem Buch Mapping the Origins Debate entnommen habe, den ich sehr hilfreich finde, in dem also 6 verschiedene Auffassungen zur Ursprungsfrage verglichen werden. Und daran lässt sich gut aufzeigen, warum der Sündenfall diese Wasserscheidenfunktion hat. In keinem der ersten 5 Modelle lässt sich irgendwie zeigen, wann in der Vergangenheit die Schöpfung als sehr gut hätte bezeichnet werden können, wie wir das in 1. Mose 1 finden. Jedes Schöpfungswerk, was abgeschlossen wird, wird als gut bezeichnet und das Ganze am Ende summarisch als sehr gut. Und es ist ebenfalls nicht erkennbar, wo dieser Bruch sich zeigen würde, den wir bei einem Sündenfall erkannt haben, den die Bibel uns beschreibt. Der Umbruch. Die mittleren 4 Positionen, wenn man jetzt mal naturalistische Evolution, in dem Gott insgesamt ausgeblendet wird, die eigentlich keine Schöpfungsvorstellung in diesem Sinne ist, außen vor lassen, dann führen die alle an irgendeiner Stelle, ich möchte das mal einen Pferdewechsel nennen, durch. Also sie ersetzen wissenschaftliche Erklärbarkeit durch göttliches Eingreifen, eben an unterschiedlichen Stellen. Wenn wir hier sehen, das zweite ist die nicht zielgerichtete Evolution. Die geht davon aus, dass Gott einfach den Rahmen setzt, so eine Art deistischer Funktion. Gott hat also lässt irgendwas los und der Rest passiert dann von selber, naturgesetzlich fassbar und erklärbar. Aber dieses Grundsetting, das würde zum Beispiel die Argumente des Fine-Tuned Universe etwas entkräften. Ja? Wenn man sagt, gut, das war Gott, diese Rahmenbedingungen, diese Feineinstellung der Konstanten, das ist alles das göttliche Setting und ab dann ist es aber erklärbar. Die zweite Kategorie, geplante Evolution. Ja, da wird davon ausgegangen, dass Gott zumindest Leben erschaffen hat. Denn die Erschaffung des Lebens, also die Entstehung des Lebens, naturalistisch gedacht, das ist heute absolut aussichtslos. Es gibt keine vernünftigen Theorien, nicht mal zu Aspekten, Unteraspekten dieser Lebensentstehung. Das wird da anerkannt und gesagt, gut, Gott gibt das Leben und der Rest ist dann naturgesetzlich erklärbar. Bei gesteuerter Evolution ist es noch ein bisschen diffiziler, da wird gesagt, gut, Makroevolution ist auch nach heutigem Wissensstand und je weiter wir da in der Erkenntnis sind, wie das Genom funktioniert, wie Molekularbiologie aufgebaut ist, wird auch klar, dass die moderne Genetik zeigt, dass Makroevolution im Moment keine wirkliche Theorie hat, wie es gegangen sein könnte. Wird gesagt, gut, das hat auch Gott gemacht. Der hat die wesentlichen Evolutionsschritte direkt bewirkt. Gesteuerte Evolution, eben partielles Eingreifen Gottes zu bestimmten Phasen dieser Entwicklung. Und bei der alten Erdeschöpfung geht es dann noch ein Stückchen weiter. Da wird auch der Mensch, Adam und Eva, in den meisten Modellen als erwachsene Schöpfung vorausgesetzt und da hat Gott also an dieser Stelle eingegriffen, aber eben erst nach Millionen von Jahren natürlicher Wirkgeschichte, je nachdem, gibt da ja verschiedene Modelle, wie evolutiv das aussieht, aber der Tod ist da eben mit im Topf, der ist ein wichtiger Faktor, der nicht weggedacht werden kann. Nur bei der jungen Erdeschöpfung wird anerkannt, dass der Tod nicht zur ursprünglichen Schöpfung gehört. Ja, die sind eben an der Stelle alle unterschiedlich. Trotzdem bilden alle Modelle, die göttliches Eingreifen erkennen und wissenschaftlich an irgendwas festmachen, so etwas wie eine, ich habe das mal in Anführungsstrichen gesetzt, ID, Intelligent Design Allianz. Also die Daten, die da erhoben werden, egal in welchem Modell,
die sind natürlich nutzbar, weil sie Wissenschaft benutzen, um darauf hinzuweisen, wo hat eine naturalistische Erklärung, die Gott außen vorlässt, ihre Schwachstellen. Und das ist einfach nützlich im Gesamtkontext. Die Frage ist dann immer, warum mache ich an der einen oder anderen Stelle Halt und sage nicht, wenn Gott so potent ist und da ist egal, was er tut, selbst wenn er nur die Konstanten eingestellt hat, die Feinkonstanten, die ein Universum möglich machen, warum traue ich diesem Gott dann nicht zu, dass er sich konkret offenbart, dass die Bibel seine Offenbarung ist, dass er auch alles andere tut, was die Bibel ihm da zuschreibt. Warum mache ich irgendwie diese Abstufung? Warum traue ich diesem Gott nicht auch alles zu? Ich möchte jetzt mit einem Gedanken enden, der Wasserscheide nochmal von einer ganz anderen Seite beleuchtet. Wasserscheide als Entscheidungshilfe, welches Schöpfungsmodell, welche Schöpfungsvorstellung halte ich für biblisch? Das haben wir jetzt lange betrachtet, da ging es in dem Vortrag drum. Aber ich denke bei Wasserscheide noch an etwas ganz anderes. Hier sehen wir eine Skulptur, die heißt Scheitelhaltung von dem Künstler Hans-Jörg Voth am Main-Donau-Kanal. Und sie markiert ebenfalls eine Wasserscheide. Das ist hier an der Stelle etwas erstaunlich, weil das Wasser im Kanal stillsteht und doch, also es ist an beiden Seiten durch Schleusen abgegrenzt, dieser Kanalabschnitt. Und wenn es regnet, sieht man das, dass das Wasser sich verteilt nach rechts und links. Das ist also eine Wasserscheide tatsächlich ist und es endet an weit entfernten Punkten eben, wie wir das eben auch gesehen haben, über den Main und den Rhein in der Nordsee und über die Donau im Schwarzen Meer, das was hier an dieser Stelle ins Wasser fällt. Aus einer bestimmten Perspektive wirkt diese Skulptur tatsächlich wie so eine scharfe Schnittkante, die da die Landschaft durchschneidet. Ja, eine Wasserscheide erinnert uns daran, dass auch wir eine Entscheidung treffen müssen. Eine Entscheidung, die viel wichtiger ist, als welches Ursprungsmodell halte ich für das biblischste und wahrscheinlichste. Und das ist die Entscheidung vor dem Kreuz. Vor dem Kreuz ist man auf dem Scheideweg. Was mache ich mit Jesus? Das ist die Wasserscheide der Geschichte, so hat dieser Autor Eugen Rosenstock-Husse das formuliert, wenn Jesus nicht die Wasserscheide der Geschichte ist, und er ist es, dann wollen wir uns lieber nicht länger mit diesem unehelichen Kind aus Nazareth beschäftigen, denn das wäre der Herr dann, wenn er nicht der wäre, der vorgab zu sein, der Sohn Gottes, Gott selbst. Also müssen wir am Kreuz auf diesem Scheideweg uns für oder gegen Jesus entscheiden. Was mache ich mit Jesus? Glaube ich ihm? Vertraue ich ihm? Bekenne ich ihm meine Sünden? Werde ich sein oder nicht? Und das lässt sich nirgendwo besser demonstrieren, diese Entscheidung, als bei der Kreuzigung selbst, historisch, wo zwei Leute rechts und links neben ihm hingen. Leute mit vielleicht ähnlicher Biografie, die jedenfalls da für dieselbe Straftat verurteilt worden waren. Der eine lehnt Jesus ab und wird dafür ewig gerichtet. Nicht dafür, dass er Jesus ablehnt, für seine Sünden wird er gerichtet, aber er hätte Jesus annehmen können und das macht er auf der anderen Seite. Der Mann, der da kurz vor dem Tod neben Jesus hängt und an Jesus glaubt, dem sagt Jesus, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Der hat die richtige Entscheidung getroffen an dieser Wasserscheide, dem Kreuz Jesu. Ich habe das Ganze, und damit möchte ich enden, poetisch verarbeitet, diese wichtigste Entscheidung, und das möchte ich vorlesen, Wasserscheide. Scharf wie eines Schwertes Schneide, weist dir Gottes Wort am Ende den Bestimmungsort. Reden, Tun, Motiv, Gedanke scheidet sich an dieser Schranke. Hier sortiert sich alle Welt. Wer bleibt bestehen und wer fällt? Entscheidend ist, wohin du gehst, nicht wo du herkommst und aktuell stehst. Läufst du vielleicht seit Jahren schon vor Jesus, der dich liebt, davon? Dann solltest du nicht mehr weiterfliehen. Denk an den Mann am Kreuz neben ihm. Egal wer du bist und was du getan, er, Jesus, bietet dir ewiges Leben an. Stehst du draußen, bist du drinnen, du allein musst das bestimmen. Entscheide dich für die Himmelsseite, tu es noch heute,
heute.